So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei Dungeon Keeper. So soll es sein. Und ja. Wir gehen jetzt gleich in das, glaube ich, vorvorletzte Level. Luschenreich. Soweit ich weiß, sind wir noch drei. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Also, jetzt haben wir die Eisenjungfrau gleich dabei. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Aha. Okay. Bin gespeichert. Die Schatzkammer hin. Gut, haben wir noch eine Bücherei. Für die Stelle, wo es ruhiger zugeht. Kommt eben so mit der Einnahme gar nicht nach. Der macht gar nichts. Tippt die ich nicht. So. Ja, ist eh egal, ich habe eh ziemlich... Ich weiß nicht, ob das ein anderer Dungeon ist. Gibt es einen anderen? Nein, ich bin allein. Ein Eingang wurde erobert. Euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ja, eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich. Das haben wir gleich erledigt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, der erste Gegner schon gekillt worden. Wow, das sind einige. Sollte kein Problem darstellen für meine Eisenjungfrau. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, jetzt da mal, brauchen wir Gold. Knappe Lebensmittelvorräte. Vergrößert eure Hühnerfarm. Das weiß ich selber. Also, das würde ich gleich sagen. Vermute ich mal. So, so Schwachsinn hier. Sadala. Ja, der nimmt jetzt ja alles ein. Das ist wunderbar. Den kann man noch nicht einnehmen. Anscheinend muss er endgültig... Ja, keine Ahnung. So, der Vorteil in diesem Level ist, dass ich diesmal kein Vampir habe. Vielleicht ist ja auch ein ganz kleiner Nachteil. Aber es gibt keine Streiterei. Informationen entdeckt, sorgt dafür, dass keiner von ihnen entkommt. Sonst wird eure Anwesenheit gelockt. Warum? Ein neuer Spruch wurde erforscht. So, sollen wir hier noch alles abbauen? Ich würde mir die Goldorte von da oben nehmen. Oha. Schatzkammer reicht nicht mal so lang. Einnehmen da. Ah, da kommen ein paar. Ja, ist egal. Wir sind die Jungfrau. Jetzt haben wir mal Vorsicht, habe ich hier Video 2 abspeichert. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ich mache jetzt hier noch nicht auf, weil ich lasse die jetzt erstmal kommen. Und die werden jetzt gleich durch sein. Euer Gegner. Oh, lächerlich. So, Witz.
Untergebenen tragen den Sieg davon. Zack, Blick, zack, okay. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Spruch. Super. Dann haben wir... nicht... Nein. Also, das sind die alten Stände, die wo ich... Aber das ist ja ein größter Schwachsinn da. Ich kann das nicht einnehmen. Ist das mal cool? Der blöde Raum da. Naja, gut. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt machen wir einfach mal die Tür da auf. Ich weiß nicht, was dahinter ist, aber... klein. Ja, wir müssen Schmalz haben gebaut hier. Eure Kreaturen werden angegriffen und eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Boah. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen. Fuck. Hol dich du mal. Hab ich schon heilen? Nein. Blitz auch noch nicht. Oh, das war keine gute Idee. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein neuer Spruch. Eure Kreaturen werden angeladen. Tap. Heißt auf gut Deutsch. Noch keinen Angriff starten. Wenn die eiserne Jungfrau... Ein neuer Raum wurde erforscht. Das ist der Wahnsinn, weil da kommen noch zu viele. Ich meine, ich werde die schon angreifen, aber jetzt noch nicht. Was wurden denn für einen Raum erforscht? Ach, Posten. Hunger hat, die kann ich teleportieren. Nein. Sind die im Stoff? Sollen ja nicht die Tür da oben aufhauen. Da ist ein Höllentor, okay. Die werden wir gleich zum Trainieren schicken. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Echt? Ein neuer Raum wurde erforscht. Das ist eine blöde Stelle hier, weil da überrennen die dich ja fast. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Wieder. Wenn ich da oben zumache, dann können die eh nicht mehr durch. Ist zu klein. Nicht forschen. Trainieren.
Naja, die kramen in die Richtung. Macht's hier zu, genau. Unten ist wurscht, unten kann eh keiner rein. Ja, irgendwann werden sie reinkommen, aber das bringt ein bisschen Zeit. Gespeichert. Ich sammle dabei noch hier auf. Ja, ich muss ja dann so und so irgendwann da drüben Gold abbauen. Ich muss da oben hinkommen. Aber da hörst du schon. Zartag. Da ist die ganze Armee. Naja. Boah, Level 6er. Wenn sie uns so durchkommen, so schnell sind meine eben nie. Das zeigt da mehrere Punkte an, aber es ist nur ein Punkt. Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Sack. Eure Kreaturen brauchen schon ein größeres wieder. Versteck. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Raum wurde erforscht. Also verstecktechnisch her. Eure Kreaturen werden angegriffen. Boah, das ist Level 8er. Den schafft nur eine. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Die blöde. Neuer Strom. Komm. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen brauchen ein schon wieder Versteck. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Na, wenigstens keine knappe Lebensmittelvorräte. Vergrößert eure Hühnerfarm. Die uns verstärken hier alles, ja, macht's. Aber ich krieg den Eingang nicht, das ist ja bescheuert. Ach, ich muss das Dungeon-Herz zerstören. Da gibt's nämlich ein Dungeon-Herz der Guten. Jetzt hab ich's verstanden, das ist das Level. Die haben im Jahr ein Dungeon-Herz. Haben sie gemietet. So, nehmt das mal in die Richtung ein. Cool. Eure Kreaturen werden angegriffen. Na toll. Ja, die sollen jetzt mal kommen. Sag ich jetzt mal. Die greife ich noch gar nicht direkt an. Wie schaut's denn aus mit Zauber? Blitzzauber wird wahrscheinlich das hier sein. Na gut. Dann trainiere ich denn da überhaupt? 4, Level 3, Level 4, Level 4. Okay. Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Hm.
Raum wurde erforscht. So, die scheinen anscheinend noch keine Angriffslust zu haben. Dann lassen wir die dabei auch noch in Ruhe. Und hier war das auf da. Jetzt kommt. Genau, das Einnehmen da. Ja, weil die eben so dumm sind und sich einmischen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Was werden wir da unten? Das versteckt noch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Nichts zu tun haben, machen die Leute Blödsinn. Sonst wird trainieren. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Nein, nein. Ja, das Level ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber so richtig das Let's Play Underworld Level ist das noch nicht. Also das kommt erst noch. So, die machen hier aber keinen Unfug. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Jetzt ringen sie mich langsam auf mit ihrem blöden Versteck. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ja, Folterkammer könnte ich noch aufbauen. Kriegen wir diesen Eisen. Ins Gefängnis. Und mein Geld geht auch aus, aber die bauen schon ab. Bauen wir hier mal die ganzen Münzen ab hier. Sollte keine Probleme darstellen, wenn ich meine eiserne Jungfrau rausschole. Da habe ich ein paar Imps zum Trainieren geschickt. Weil die da unbedingt die Tür einhauen wollen. Ich will was Sinnvolles machen, hier Gold abbauen. Gut. Das sehe ich gar nicht gern. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Schatzkorb wird nicht mehr so genutzt. Die haben so eine eigene Wiederform. Lächerlich. Ich weiß, was der vorhat, aber nichts Besonderes, nichts Gutes. Hier baut keiner ab, oder wie? Fühlt sich keiner bewusst in der Verantwortung. Stress mit dem Teufel.
Skelette nämlich... Och, jetzt wird es langsam pervers hier. Als ob ihr Platz baut hier. Blöden Kreaturen. Ah, jetzt weiß ich, warum Teufler und Ding sich streiten. Skelette. Weil die Teufel sind so fette Schweine und die Skelette sind so schön schlank. Und das mögen die nicht. Weißt du? Es gibt Stress. Das war im richtigen Leben auch. Ja, oh je, draußen ist ein Feuerwerk. Feiern jetzt schon seit knapp 1,5 Wochen den deutschen WM-Titel. Ja, so kann man es auch machen. Neuer Spruch. Jeden Tag auf Feuerwerk laufen lassen. Bis zur Titelfinale. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Wo? Da. Ah, kann ich noch hier ablassen. Da. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ah, jetzt lockt's ihn her. Aber nicht angreifen. Der ist eh so langsam. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Tempel. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Skelette, wenn Level 10 sind, sind äquivalent mit eisernen Jungfrauen. In dem Sinne, wir die A Blitztechnik beherrschen. Blitztechnik ist Blitztechnik. Ah so, stimmt, aber da drehen sie dann nicht mehr. Aber ist kein Problem, wir machen jetzt da oben eine Handwerkskammer. Gleich war es voll vor dem Eingang. Da können die auch nichts zu tun am Arbeiten. Ich sehe gerade, dass es mit dem Gold langsam ziemlich knapp wird. Mal weg, weil das ist die andere Seite von Hühnerform. Die haben dann längeren Weg zum... Haben wir hier eine Verbindung? Und hier noch eine Verbindung. Und dann können die Imps da durchrennen. Damit der Weg noch kürzer wird, machen wir die alles weg hier. Und dann können die einfach quer durchrennen. Bis zur Schatzkammer. Das und das dürfte auch abbauen. Und damit es ein bisschen schneller geht, stellen wir euch hier direkt die Schatzkammer hin. Nicht zu groß, aber ein bisschen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ah, da könnte man mal die eiserne Jungfrau reinfeuern, dass die mal ein bisschen Stress macht hier. Eure Kreaturen stürzen sich auf einen neuen Raum. Es gibt nichts mehr zu forschen. Die macht alle allein fertig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Oh, leck, das sind Level 6. Ich möchte die Skelette noch nicht dazu holen, weil die im Nahkampf total scheiße sind. Wir tragen den Sieg davon. Ihr habt euch ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Zack, zack, zack. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Immer wieder ein neues Gebiet, ich wüsste gar nicht mal wo. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hau mal die Tür hier an. Klopf mal an hier. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Scheiße. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Werden angegriffen. Wandern ist direkt in mein Dungeon rein.
Kreaturen unterliegen im Kampf. Der rennt jetzt direkt rein. Angegriffen. Das hilft jetzt nichts. Ein paar Teufel weniger schadet nicht. Unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ja, die Spinne kann angreifen. Die hat hier im Dungeon eh nichts zu suchen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Nicht so, du blöder Drache. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Was ist hier los? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden diese doofe Tür geöffnet. Eure Kreaturen werden angegriffen. Tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Das ist wieder mal ganz gut gelaufen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Scheiße. Tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ei, Scheiße. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Was ist denn das für eine Angriffswelle? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Euer ja, wo ist denn die blöde eiserne Jungfrau die ganze Zeit? Eure Kreaturen stürzen sich auf. Will die nicht, oder wie? Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, das verstehe ich ja. Weil die da oben die scheiß Tür eingeschlagen haben. Blöden Imps, die blöden Mistviecher. Wir brauchen ein größeres Versteck. Ein neuer Raum wurde erforscht. Und dann wirst du natürlich voll überrannt.
Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Das ist so nervig jetzt. Das pisst mich jetzt schon wieder an. Diese blöden Imps, das ist so seine Mistviecher sind das. Haben nichts zu tun und dann rennen sie die scheiß Tür auch noch ein. Da schon wieder, Kruzifix, sie sollen diese blöde Tür in Ruhe lassen. Zahltag. Okay, also wir kriegen mal Teufler. Auch arbeiten. Ja, cool. Scheint nicht so effektiv, aber ist egal, sie macht was. Da sie Level 10 ist, braucht sie eh nichts anderes tun. Also die müssen zubleiben. Wenn die Tür geöffnet wird, bin ich tot. Ah. Der Zauberer hat mir Geld auch gar nicht geholt. Ist da nur Schild? Brauchst du gar nicht weiter vor. Schwachsinn. Viel gespeichert. Sie mir merken, diese Tür Eine ist Tür tot. Wurde hergestellt. Ja, die hilft mir dann nichts. Aber gut, ich könnte hier ein bisschen... Bisschen so prophylaktisch aufhalten, aber... Ein neuer Raum wurde erforscht. Hm. Folterkammer ist vielleicht ein bisschen interessant. Die sollen alle hier ihre Münzen abbauen und schnauzen halten die Jungs. Eine Falle wurde hergestellt. Und den Rest, den kümmere ich mich. Also auf jeden Fall haben sich hier in Massen angegriffen. Also wirklich in Massen. Och, die sinnlose Alarmfalle. Was ist der Schwachsinn, was gibt. Drachen, die nicht fahren. Du musst nicht tun. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen... Ja, der eine da, der macht keinen Stress. Ein neuer Spruch wurde erfolgt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Boden. Den werden wir ins Gefängnis stecken. Untergebenen tragen den Sieg davon. Kann die auf einmal Level 2 sein. So, so eine sinnlose Holztür. Ja. Eure Kreaturen brauchen ein größeres also, Versteck. Also in Sachen Versteck sind die gescheit nervig. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Vite. Können wir mal foltern? Jetzt ist wieder zensiert. Das ist anscheinend ein bisschen so ein Bug.
Weil eigentlich ist das Skript gelöscht. Der Ärger hat mich ein bisschen zurückgeworfen, zeitlich. Eine Falle wurde hergestellt. Aber da sieht man mal wieder, dass er jetzt in den letzten drei Level da es kein Spaziergang mehr ist. So wie im WM-Finale. Jetzt ist wahrscheinlich wieder so eine sinnlose Alarmfalle. Baue ich jetzt auch gar nicht auf, weil die mir gar nichts bringt. Ich meine, die schlägt Alarm, aber ich schaue dann so regelmäßig nach. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Da rennt irgendwas rum, aber ich sehe es nicht. Oh, klar. Nehmen wir mit. Ein neuer Raum wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. Also ich hasse diese Ems. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Es kehrt aus dem Gegner wurde Informationen herausgequält. Eine Tür wurde hergestellt. Tentakel, ah, die sind cool. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Tentakel sind auch nicht schlecht. Das ist ein Trainingsraum. So soll es sein. Eure Kreaturen werden angegriffen. Haben die jetzt die Tür aufgerissen, oder wie? Ah, sonst hätte ich es gefotzt, aber alles samt. Ich habe so viele Ems im Trainingsraum drin. Und warum? Was mich nur nerven. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Eine Falle wurde hergestellt. Puh, das Level ist ein bisschen anspruchsvoller. Ein paar Level 3er Jungs. Naja, die machen auch nur Blödsinn. Die sollen lieber weiter trainieren. Ich muss jetzt dann die Imps und so in eine Art Raum einsperren. Damit sie keine Dummheit machen. Oh, Gott sei Dank, Gasfalle. Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eine Tür wurde hergestellt. Boah, leck, Level 4er Imp. Sakrament. Da mal jetzt eine Tür hinbauen. Zack, sperren wir die Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Die Imps, die alle, die wohl jetzt versuchen, die Tür einzuhauen, werden sofort eingesperrt. Da bin ich jetzt knallhart. Ich brauche jetzt dann oben den Diamanten. Juwelen meine ich, weil sonst wird es nichts mehr. Fuck. Hier geht's ganze Gold aus. Ich weiß gar nicht, was der Eingang in der Mitte bringen soll, wenn man den gar nicht einnehmen kann. Eine Falle wurde hergestellt. Tag. Wie gesagt, jeder, der versucht jetzt... Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Spinnen. Na, die... Die können sich gleich verpissen. Beziehungsweise bauen wir so ein Tempel und dann muss opfern. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Hm.
Hier bauen wir jetzt die ganzen Fallen hin. Eine Falle. Eine Tür wurde hergestellt. Der Level 4 Imbiss in Sicherheit. Mal schauen, was da... Nein. Bratzen weg von dieser Tür. Das ist gefährlich. Ah, ihr geht schön vorbei. Geht's direkt zum Trainieren. Aber jetzt ist es gleich... Was ist denn da los? Oh, geil, das sind voll die neutralen Teufler. Ihr habt euch schon gemerkt. Eine Falle. Bau mal hier. Da wenn die ersten Gegner kommen, boom. Ich hoffe, das ist kein Schmarrn, ist da. Eine Falle wurde hergestellt. Ich finde, da auch durchdringen könnten. Naja, egal. Scheiße, wenn jetzt da der erste Imp reingeht. Lauter Level 8 auch noch. War doch noch ein... Eigentlich locker platt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Den Sieg davon. Gut, die Angriffswelle konnte ich relativ gut abwehren. Sieg. Wie gespeichert. Ja. Nur jetzt ist vorbei mit Gold abbauen. Jetzt ist vorbei mit Gold abbauen. Gut, die rechte Seite habe ich gut erobert. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber jetzt habe ich langsam noch die Kreaturen dazu. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen brauchen mein ein Gott, größeres die mit ihrem blöden Versteck. Erstens nervig und zweitens geht mir das Geld aus. Noch die andere Seite. Oh, auf der Handwerkskammer. Hier noch. Na. Bauen wir lieber hier das Versteck. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und wo? Jetzt ist das Problem mit dem Gold. Ich muss da unbedingt... Wie gespeichert. Ich muss da unbedingt durch. Bis da nach oben. Gut, dass ich
Nein! Stürzen sich auf den Weg. Den ersten Niedermetzen. Scheiße. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich kann gleich mithelfen, auch wenn ich auf das kann. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ah, könnte man gewinnen. Voll in den Rücken. Jetzt ist das eingetreten, was ich vermutet habe. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Oh, die Zehnerin möchte ich nicht verlieren. Eure Kreaturen kommen eh nicht durch. Im Kampf. Zahltag. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ach, scheiße, nur noch 5 Imps. Das war mal ein Ding. Ah, warte, 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 Siegbonus 1. Das nehmen wir einfach um in Video 3. Das ist ein bisschen ein verzwicktes Level. Ich Pech hab, muss ich nochmal laden. Aber ich muss jetzt unbedingt hier durchkommen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ah, das habe ich schon gemerkt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt einen Helden verhext. Ah, Shaving Kage. Sollten euch ins Reich der Schatten zurückschicken, Keeper. Ah. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Die muss ich jetzt kommen lassen. Aber jetzt, komischerweise, kommt da keiner mehr. Also manche sagen, muss ich nicht verstehen. Eure oder? Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Gut. Eben so habe ich noch. Fuck. Nehmen wir alle hoch. Da muss noch jede Menge Gold umeinander liegen.
Naja, jede Menge ist ein bisschen übertrieben. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eine Falle wurde hergestellt. Da gab es noch einige Schlachten. Da. Nicht so. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Es kommt gleich, ihr könnt es euch nicht leisten. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Ja, Dennis Tigre. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Das habe ich schon gemerkt, dass ich pleite bin. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Ah, toll, jetzt habe ich den Penner, das habe ich noch geschenkt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Naja, solange ich nicht zahlt habe, abgeht das. Den davon kann ich gleich verkaufen. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Bringt Geld. Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo denn? Ach, da ist noch einer. Der kriegt das gleich mit der Eisenjungfrau zu tun. Letztes Gebiet. Reserven neigen sich dem Ende zu. In die Falle. Ihr habt einen Helden verhext. Ich habe jetzt gleich ein Problem mit dem Zahltag. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein Zahltag ist, verkaufe einfach alles. Schatzkammer, Handwerkskammer, okay. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und wo? Eine Falle wurde hergestellt. Jetzt habe ich bald gar keine Ems mehr, wenn ich so weitermache. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ich bin pleite. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und wo? Da, die paar. Oh, das Gold. Na, dann sollten wir gleich in die Offensive gehen. Kann ich natürlich nichts mehr lagern. Die Tür offen ist, haben die eh tot. Neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Tisch. Und wer ist wieder weg? Die eiserne Jungfrau. Die wohl am meisten gebraucht wird. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerker.
Schatzkammer ist nicht groß genug. Eure Goldreserven. Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Aber ich mache das jetzt ganz intelligent. Ich sammle jetzt den Batzen, bis Zahltag ist und dann. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Voll Blanco. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Okay, die sind ja alle so stark. Zahltag. So, jetzt gehen sie alle zur Schatzkammer. Geht's da hin? Ein paar Münzen drin. Wichtig ist, dass ich Zahltag zahlen kann. Und dann schauen wir weiter. Dann muss mein Impi das allein nehmen. Eine Falle wurde hergestellt. Ah, Falle ist immer gut. Boom. Boom. Die Fallen drin sind, hole ich mir alle vier wieder. Eure Kreaturen werden angegriffen. Dion. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sechste, eine nacheinander wird jetzt gemetzt. Ja, hol dich erstmal wieder. Liebe eiserne Jungfrau. Ja, aber es läuft. Ich habe alle bezahlen können. Auch wenn es nicht gerade die feine Englische war, aber... Gut. Können wir da mal mit dem Skeletti Boy... Einhauen. Eure Kreaturen. Oh fuck, was ist, wo kommt denn die her? Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Wer kennt mit Labern gar nicht nach? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Oh. Kreaturen werden angegriffen. Glück gehabt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Vite. Im Bein. So, hier ist noch einer, den kann man nicht brauchen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Das wird Geld sammeln bis zum nächsten Zahltag. Das ist eine Armee an Viecher. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Hier könnte man das schon wieder verkaufen hier. Wie gespeichert. Aber diesmal läuft es wirklich viel besser als vorher.
viel, viel, viel besser. So. Und zwar nicht viele eben, aber... Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Na, das ist eine dumme Idee. Den hinter wir mal einfach ins Gefängnis. Nein, Gefängnis ist auch durch. Ja, da war drin. Ihm kostet nichts. Glaube ich zumindest. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde errichtet. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ja, der wird nicht weit kommen. Können wir es uns eigentlich schon leisten, nur das Problem ist, ich warte auf Zoltar. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Soll ich in die Oman den Diamant kommen, bin ich ziemlich pleite, nicht? Ach, der Imp, der hat noch ein bisschen Geld gefunden. Goldreserven, ja. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Jetzt habe ich gleich Zahltag. Naja, dauert noch ein bisschen. Ich leg noch Geld umeinander. Eine Falle wurde hergestellt. Ich glaube, das ist ein cooler Fallenweg. The Boom. Die Gurken sind dazu gezwungen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Das ist eh gleich Ding. Nimm du ein sinnvolles Drittel, Mann, was? Ein Imp, der trägt dir noch ein bisschen das Geld rein. Ja, ein paar Kreaturen werden jetzt doch halt ärgerlich. Oh, was soll ich tun? Ihr könnt es euch nicht leisten. Da werden das wahrscheinlich wieder voll die Guten kommen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Zahltag. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Boah, geil, Gold. Ist endlich geschafft, dass ich die Ader da erwischt habe. Gespeichert.
von euch einer auf die Idee ist, einzunehmen. Jetzt ist alles Problem gelöst. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Die sind jetzt auf alle Fälle beschäftigt, Ims. Oh, in die Falle. Gut, dann ist das schon mal geschafft. Können wir uns eben herstellen. Oh, das ist nasch. Ah ja, gut, lauter Level 4, das ist schon machbar. Schneller da. Das Gefängnis, da könnt ihr eigentlich auch verkaufen. Das steht auch so übereinander. Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ah ja, so wieder 10.000 plus. Also der haut ja da gar nichts ein. Einzunehmen. Wie gespeichert. Jetzt wird schon langsam interessant. Ziemlich hartes Level gewesen. Gebietweise alles einnehmen. Das sind Level 2, die sind unwichtig. Also in die Falle. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. So kontrolliere ich das, weil die bauen sonst so ab, die sind beschäftigt. Gut, weg. Kann ich warten, bis es ausrollt. Ja, derzeit baut der Gold ab. Leck, das wird immer mehr. Oh, Level 9er Fähr auch. Blitzzauber wäre jetzt natürlich richtiger Schmankerl. Könnte ich voll reinfeuern. Junge, liegt das bestimmt umeinander. Warum ist die in die Falle sich aufgelöst hat? Ja, er kann schon mal einnehmen. Das Ding rollt die geregelte Bahnen. Ist schon hier. Gleich mit Gold abbauen. Kein Mensch hinterher. Oh, jetzt wird's indig. Da sind die Fallen. Fuck.
Sie rollen sich so. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer. Sag jetzt ja nicht, der pendelt sich noch ein. Das gibt's ja jetzt nicht. Herrgott, die rollen sich da schon aus, da ist nichts mehr. Gut, die haben eine Mission, Goldabbau. Der nimmt hier in Ruhe weiter ein. Nach Anfangsschwierigkeiten sind wir gut in dieses Level gekommen. Dieses Level ist relativ anspruchsvoll. Ah, eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, okay, sind nicht die Welt. In die Fallen wechseln, dann könnten wir da... Ah, schaut gut aus. Könnten wir da in die Offensive gehen. Oh, die kommen eh. Oh, die werden wahrscheinlich direkt auf meine Insel landen. Das will ich nicht. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Weg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. So Level 6 im, der haut richtig rein. Zack. Das kann ich mir jetzt leisten. Geld haben wir kein Problem mehr. Bin ich auch richtig froh drüber. Müssen zwar jetzt alle 20 Kilometer hochlaufen, aber so ist das Leben. So, und jetzt ist wieder... jetzt hier da einhauen. Da. Also die Ems haben echt nur dumm in den Kopf. Wie gespeichert. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ach, schau hier. Dann haben wir das rund um euch schon wieder erobert. Stück für Stück arbeiten wir uns Kreaturen wiederbeleben. Also das ist in dem Fall gar nicht so schlecht. Mal nur kurz gucken, was wir da nehmen könnten. Zauberer. Skelett Level 8. Interessant. Imp Level 6 wäre jetzt gut. Skelett Level 9. Ja, aber Krieg habe ich genug. So soll es sein. Brauch gute Diener. Kann ich ein bisschen moderieren, weißt du? Ich sage jetzt, okay, jetzt ist nicht so viel, dann nehme ich drei weg. Das ist ein bisschen so Goldabbau-Moderation. Jetzt geht kaputt, du Scheiß.
sind nur der Level 1, den kann sie überrollen. Weiß nicht, da werden noch ein paar in die Fallen drinstecken. Hier ist noch eine. Die kommen eh wieder nach. Aber mit Teufler kannst du mich in die Fallen blockieren. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Jetzt will ich bald keine Teufler mehr. Jetzt quietschen lassen. Lächerlich. Na. So meine Orks. Die haben wieder voll. Die hauen die Tür gleich ein, da. Stürzen sich. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Die bauen noch schön ab. Den Mann hat gemetzelt. Ja. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Jetzt ist wieder härter. Unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Die verdammten Zimmer sind ziemlich stark. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle. Den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Brauchen wir noch nicht öffnen. Das ist nämlich der Schacht Richtung König. Gut. Dann nehmen wir mal ein hier. Ja, ein paar Tote gibt es immer. Ich habe meine Kreaturenlisten an. Die hören gar nicht mehr auf. Die machen natürlich wieder kein Training. Schon was immer, aber da hat sich die Menge von mir ausgemacht, die haben wir überrannt. Einige Orks verloren. Gespeichert.
Hey, egal, da ist was. Eine Falle wurde Rückbau. Hergestellt. Ihre Handwerkskammer ist nicht groß genug. Wie langsam müde hier. Lass mal die Tür da einhauen derzeit. Gut, ich erobere mich langsam durch. Jetzt kann ich Rückbau, jetzt kann ich zum Beispiel den Eingang hier reingehen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Tag. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Na so. Eure Kreaturen unterliegen. Ja gut, im Nahkampf haben viele Gute eigentlich keine Chance. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Mist, Mist, es schaffen. Wobei die anderen nur springen und zuschauen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. 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 Na gut, dann schaffen sie es auch noch. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ach so, die wollten zur Schatzkammer und sollten nicht durchkämmen. So, ein bisschen doof gelaufen, nicht? Kann ich jetzt Mauer bauen? Was kostet der Rückbau? Benitenziagite, da kann ich dann das Glück bauen. Inventarzeug. Eure Kreaturen werden angegriffen. Brauchst du es eigentlich noch nicht einnehmen? Hilf mal du beim Goldabbau. Ein Eingang wurde erhoben. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Es ist da oben gleich Treffpunkt hier. Das wird ein bisschen hart hier. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf eine gegnerische Raum. Hauen sie auf den rein. Das ist der Samurai. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Kämpfen sich gegenseitig. Was tut dem nächsten, der sich schon verhungert? Das wird ein bisschen krass hier. Oh, dass irgendwo der Ritter auch dazwischen ist, ist der Wahnsinn. Vorletzte Level, aber ein Impi. Das sind alles auf... Oh. Ja, mit Gold geht er langsam aus. Es
Jetzt kann das Skelett eh am besten einzeln so tun, als hätten sie nichts. Dann lässt sie foltern, naja Gott, wenn sie drauf steht. Können wir noch eine Tür einnehmen? Nein, das ist einnehmen. Das Geld brauchen wir jetzt noch nicht. Ich ganz genau, hier gehen wir lieber nicht hinein in dieses, das ist ja brutal. Na, das ist ja krass. Da bauen wir lieber alles voll mit Fallen, dann machen wir auf und dann pff, sollen die nur herkommen. Was gar nicht nach, das ist nasch. Sechs auch noch freilassen. Eine Falle wurde hergestellt. Jetzt alles voller Fallen, dann mache ich auf und dann pff, sollen sie erstmal durchkommen. Eine Falle wurde hergestellt. Mit Goldbau nicht hinterher. Brauchen wir mehr Ems. Vorstellen. Die schaffen es nicht. Also so viele Imps. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ist nicht groß genug. Naja. Nasch.
Wahrscheinlich, wenn ich einkomme, können wir noch mal ein paar Level 10er runter. Kannst du mir noch sagen, da fällt's doch wieder. Machen wir mal die Türen da ein bisschen weg hier. Eine Falle wurde hergestellt. Kommt immer noch nicht hinterher, die Masse. Ja, ich verstehe das. Zartag. Ich bin jetzt also blind wahrscheinlich. 220.000. Fuck. Da wissen jetzt meine Imps, was sie zu tun haben. Na gut, aber den Weg müssen sie dann erstmal schaffen, die Gegner. Ich mach nur auf und dann... Na gut, meine Imps bauen eigentlich recht fleißig ab. Eine Tür hergestellt. Schickt die auf die Reise. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Tür. Was bringt denn eine Tür? Hier. Das ist auch noch voll. Ich muss die mit Imps Feuer evakuieren. Eine Falle wurde hergestellt. Das habe ich eine unendliche Geldquelle. Das hätte ich eh schon aufgeben können. Eine Tür wurde hergestellt. Oh, leck. Ach, das ist ja eine Ansammlung. Für den alten Rechner, also früher, wenn man das auf den 100-200 MHz Rechner gespielt hat, da hat das voll gefreezed. Das hat der nie und nimmer berechnen können. Oh, der verhungert mir sogar. Der verhungert mir sogar. So, die eiserne Jungfrau ein bisschen mitarbeiten. Geht schneller. Eine Tür wurde hergestellt. Also muss man sich vorstellen, heutzutage, wenn ich auf meinem PC jetzt hingelang, GTX 780, ein Bulldozer 8K Prozessor, 16 GB RAM, mit der Taktung von 1866. Eine Falle wurde hergestellt. Puh, lächerlich. Lächerlich. Das Spiel hat sich zwar schon mal gefreezed, auch im Laufe des Let's Plays. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Aber das liegt definitiv nicht am Computer, sondern einfach das... der Emulator selbst. Eine Falle wurde hergestellt. Sich mehr oder weniger verrechnet hat, oder? Ja, nee. Das ist halt ein altes Programm. Auf dem Hochleistungsrechner. Kann mal mehr oder weniger Übersetzungsfehler entstehen und so. Ja, was macht denn der da? Sex mit der Wand oder was hier? Eine Falle wurde hergestellt. Blitzfall ist definitiv. Ja, wenn du gar nichts zu tun hast, dann tust du Gold abbauen, weil das brauchen wir in Massen. Also das ist eine Armee, die wo da rumrennt. Fuck. Das ist das drittletzte Level und das ist noch nicht mal so anspruchsvoll. Ja, das ist das letzte Level. Cool, ich mache die Mauer auf, dass alle durchkommen. Dass sie sich den Weg durch die Falle sparen. Eine Falle wurde hergestellt. Es geht richtig flott mit dem Feuer. Ich mache mir wieder neue Ims. Sehe ich das? Gleich wieder eine Falle über die Hände. Boah, 60.
60 Kreaturen habe ich. Eine Falle wurde hergestellt. Wenn das hier einigermaßen voll ist, dann mache ich die Tür auf. Da. Und dann sollen die kommen. Sie sind in meinen Dungeon willkommen. Das ist ein Level 9, Level 10, Level 100, wollte ich schon sagen. Eine Falle. Zauberer, die im Nahkampf zwar scheiße sind, aber... Ja, kann einer mal die Falle bringen hier. Und hier auch, bitte. Eine Falle. Eine Falle wurde hergestellt. Auf geht's, bringen das. Hier habe ich auch noch nichts. Da sieht man, wie schnell die bauen. Die sind fleißig wie noch nie. Zack. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre der Avatar noch. Dann könnte ich so und so. Eine Falle wurde aufgehen. Dann würden mir die Fallen eigentlich auch nichts bringen. Aber zum Avatar kommen. Zum Avatar, den mächtigsten Gegner in diesem Game, kommen wir noch. Natürlich. Eine Falle wurde hergestellt. Die verstärken die Wände voll sinnlos, weißt? Daneben ist ein undurchdringlicher Fels. Aber okay. So, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Eine Falle wurde hergestellt. So, das wird jetzt reichen. Wir mal vorher noch speichern. Wie gespeichert. Dann nochmal mit dem Opfermann. Den brauchen wir nicht mehr. Die Dinger eine stehen Falle nur umeinander. Wurde hergestellt. Kürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. So, den ersten, der wird natürlich gleich metzen. Der hat keine Chance. Eine Falle wurde hergestellt. Da muss man mal ein bisschen kämpfen. So, und die greifen jetzt nicht an, oder wie hier? Doch, doch. Nein. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Ja, der heilt sich in der Zeit. Na ja, gut, die brauchen nur kommen. Eine Falle wurde hergestellt. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Verständnis. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ah toll, das habe ich nur dazu gebracht jetzt. Eine Falle wurde hergestellt. Ja, warum greifen die nicht an? Mei, ist das ein Blödsinn. Blitz habe ich immer noch nicht. Zartag. Die Zähler. Da ist was Geiles. Kreatur wiederbeleben. Mhm. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Muss ich aber hinkriegen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen.
unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Das sind die ganz Mächtigen. Die greifen nicht so richtig an. Naja, dann sollen sie es lassen. Das gesamte Königreich wurde euch offenbart. Eine Falle wurde hergestellt. Da finde ich wenigstens schneller das mögliche Kreaturentransfer. Noch ein Level Simmerdrache. Schaut aber schlecht aus, dass da eins wäre. Ist die schon wieder die Imps killen? Hier ist die Blitzfalle, jawohl. Level 5. Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo denn schon wieder? Ein paar Level 8. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eine Tür. Eure Kreaturen unterliegen. Sollten sie ja hinkriegen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Das gesamte Königreich verborgen der Welt finden. Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Geht euch dahin, wenn ihr dieses Land erobert habt. Bild gespeichert. Ich finde die Stimme von denen so genial, aber Kreaturentransfer scheint es gar nicht zu geben. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Neutraler Vampir, aber er lässt sich von den Guten nicht beeinflussen. Okay. Boah, das ist nasch. Wenn ich die Blitzfalle habe, dann kann ich da eben ein bisschen aufräumen. Sollte man Blatt kriegen, wenn man viele Orks. Naja, gut. Wir hatten viele Orks. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Gut, jetzt haben wir Blitzschlag, dann können wir da drin damit ein bisschen aufräumen. Ah, doof ist, dass ich kein Ding mehr kriege, kein Kreaturentransfer. Die Eisenjungfrau wieder so mitnehmen. Über Imps, aber das, da nehme ich euch nicht mehr mit. Nein, ist nichts mehr da. Das ist der Neutrale. Das gesamte Königreich wurde euch offenbart. Eine Tür wurde hergestellt. Die Attacke jetzt Blitzschlag. Dann sagen wir mal ein bisschen für weniger Leute hier. Aushalten tun die ja nicht viel. Eure Kreaturen werden angegriffen. Naja, gut, bei denen ist das ein bisschen Schwachsinn. Oh, leck die stöhnen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Bisschen für Ruhe.
chronologische Stöhnen hier. Wo? Naja, gut, da gehen wir jetzt hier mal in die Offensive. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hungrige Kreaturen kommen nicht zu Hühnerfarm. Eine Tür zugemacht, eure oder? Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Meine eiserne Jungfrau der Level 10 ist anscheinend verreckt. Nö. Einige eurer Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. So soll es sein. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Sollen über die Tür. Eure Kreaturen werden angegriffen. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ta-ta. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Hungrige Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Machen wir erstmal hier noch einen Blitzeinschlag, dass die Verschwendung hergestellt. Das ist nicht groß genug. Was ist mit dem? Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck. Hungrige Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Da kann sie eh heilen. Da. Tut dem nix. Oh. Ich verstehe nicht, warum die nicht zur Hühnerfarm kommen. Einige Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Hungrige Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Jetzt habe ich mein Level 4 da eben verloren. Naja, das Level ist eh gleich geschafft. Ich muss nur noch das Dungeon-Herz zusammen. Da. Werden angegriffen. Die Nachfront oder was hier. Boom. So, der Rest rennt durch die Fallen. Naja, da. Boom. Sie wollen noch ein bisschen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Das kann der nicht überleben. Das ist die Todesgasse. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Das war's mit dem Ritter. So. Das Dungeon hier zu zerstören. Du musst nie tun. Ja, du brauchst ein Fehler. Du musst nie tun. Ihr habt nicht genügend Gold. So, jetzt nimmt's mal alles ein hier. Eine Falle wurde hergestellt. Dass wir das Let's Play da schaffen. Puh.
schon summiert. Boah, das war der Imp-Killing. Ihr habt nicht genügend Gold. Imposnetum. Oh. Imposnetum. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Jetzt bitte die Blitz verdirbt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Schade, dass es keinen Kreaturentransfer gibt, aber die... Ihr habt dieses Königreich erobert. Sehr gut, das war's dann auch für heute. Machen wir Video. Und auch Video 2 dann überspeichern. Gespeichert. Jo. Servus.